dazu begrüße ich sehr herzlich Alexander Scharf vom Bauzentrum. Er ist Sachverständiger und bringt Sie da ein bisschen mit dem Thema weiter, denn ich glaube, ganz einfach ist es nicht mit der Prüfpflicht, mit der neuen. Da muss man schon ein bisschen was wissen. Jo. Dankeschön. Bitte. Gut. So, da sind wir. Man darf Sie erstmal herzlich begrüßen. Thema ist nicht die neue Prüfpflicht für Trinkwasseranlagen. Das ist ein Versehen gewesen. Normalerweise soll es heißen, die Gefahren in den Trinkwasserinstallationen, zukünftige Trinkwasserinstallationen. Aber es ist auch kein Problem. So, fangen wir an. Was ist eigentlich Trinkwasser? Trinkwasser ist ein Lebensmittel. Das zweitwichtigste, was wir haben nach der Luft. Aber auch ein verderbliches Lebensmittel. Das bedeutet, wenn das Wasser zu lang steht in den Leitungen oder wenn die Temperaturen nicht passen, also Kaltwasser zu warm oder Warmwasser zu kalt, dann wird dieses Trinkwasser zu einem Nicht-Trinkwasser. Ganz wichtig, wir haben in Deutschland ein hohes Gut, wir haben trinkbares Leitungswasser. Das haben Sie in den südlichen Ländern nicht, außer Sie mögen den Chlorgeschmack. Und deswegen müssen wir in unserer Installation ein paar Punkte beachten, dass dieses Leitungswasser auch weiter Trinkwasser bleibt. So, wenn wir über Trinkwasser reden und über Prüfpflichten, dann reden alle über Legionellen und sagen, ja, bei Legionellen muss ich was tun, sonst muss ich nichts tun. Und bei Legionellen muss ich nur dann was tun, wenn der Speicher recht groß ist und ich nur nicht in einem Einfamilienhaus lebe und so weiter. Das können Sie alles, so wie es ist, vergessen. Wir haben seit 2001 die Trinkwasserverordnung hier in Deutschland gültig. Und in der Trinkwasserverordnung gibt es einen Paragraph 4. Da steht drin, dass das Trinkwasser nicht krank machen darf. Das ist ja irgendwo auch logisch. Und dann gibt es einen juristischen Satz, hier ein Wort. Und das Trinkwasser an Stellen der Einhaltung gemäß Paragraph 8, das sind alle Entnahmestellen in einem Gebäude, stets den Anforderungen gemäß Paragraph 5 bis 7 entspricht. Das bedeutet, das Trinkwasser muss zu jeder Zeit an jeder Entnahmestelle im Bereich vom Kaltwasser, von den mikrobiologischen Parametern, im Bereich vom Warmwasser, von den mikrobiologischen Parametern und im Bereich der Trinkwasserchemie, vor allem die Metalle, muss es diesen Vorgaben entsprechen. Unabhängig davon, ob Sie einen Kleinspeicher haben, in einem Einfamilien- oder Zweifamilienhaus sitzen und sonst was, Sie sind nach diesem Paragraph haftend. Und das muss man erst einmal verstehen, dass diese ganze Diskussion von der Bundesregierung, muss ich prüfen, muss ich nicht prüfen, mal 400 Liter macht man was, eigentlich kontraproduktiv ist. Denn nach der wird nicht geurteilt im juristischen Sinn, sondern zählen tut hier das Teil, das ist ein Paragraph, das ist im Infektionsschutzgesetz mit verankert. Heißt also, wenn ich eine Installation habe, die vielleicht recht klein ist oder im Einfamilienhaus oder im Zweifamilienhaus, auch da macht es immer Sinn zu schauen, wie ist mein Wasser beschaffen. Erstmal trinke ich selber, dann möchte ich auch wissen, wie es beschaffen ist und ob es mich nicht krank macht. Ja. Und natürlich auch, wenn ich vermiete, muss ich immer die Personen schützen. So, Trinkwasser ist sauber und hat beste Qualität, das ist auch soweit richtig. Die Versorger haben einen sehr hohen Aufwand, dass sie das Trinkwasser schützen von den Einzugsgebieten bis zur Versorgung, Verteilung, haben ein Qualitätsmanagement, machen sehr viele mikrobiologische Untersuchungen diesbezüglich. Und man kann davon ausgehen, dass du fast 100% des Wasser hier an dieser Stelle, wenn es reinkommt, sauber und genießbar ist. So. Und ab der Wasseruhr übernimmt die Verantwortung für die Qualität des Trinkwassers der USI, Unternehmer oder sonstiger Inhaber der Trinkwasserinstallation. Und der hat einen Vertrag geschlossen mit dem Wasserversorger nach ABV Wasser-V, dass er in der Hausinstallation die anerkannten Regeln der Technik einhält, Wasser verbraucht und so weiter, dass nichts passiert. Das heißt, generell, wenn wir hier sauberes Wasser bekommen, wenn Probleme entstehen, zu über 90% ist das Problem hier in der Wohnung zu suchen. Gut, wie kann sich die Qualität des Trinkwassers verschlechtern? Also das Erste ist mal Wasser sparen. Ich finde es immer schön, wenn man ein Gebäude in irgendwas einsparen will. Sie können im Wasser am wenigsten sparen. Also Münden kosten 1000 Liter 3 Euro. Jetzt werden Sie einen Wassersparperlator kaufen und schrauben den in der Küche rein. Und dann füllen Sie die Kaffeemaschine, die Kaffeekanne, die einen Liter hat. Und was sparen Sie sich da an Wasser? Die Kanne hat so oder so einen Liter. Sie brauchen bloß doppelt so viel Zeit. Gespart haben Sie einer da gar nichts. In
der Dusche können sie nicht sparen. Sie können vielleicht am Waschbecken sparen, dass ein bisschen weniger Wasser runterläuft. Aber man wascht sich ja die Hände ja nicht 5 Stunden, sondern vielleicht bloß 30 Sekunden. Das heißt, Wasser sparen kann man eigentlich gar nicht so richtig. Und bei 3 Euro für 1000 Liter ist es eigentlich der falsche Ansatz. Und in der Hygiene ist es so, das Wasser wird dann dadurch nicht besser, sondern schlechter. Also die Devise muss heißen, Wasser muss laufen. Dann haben wir die Biofilme Ablagerung in den Rohrinnenwänden, wenn wir noch drauf kommen. Diese Ablagerung, gerade bei älteren verzinkten Leitungen, führen zu vielen, vielen Problemen und sind schwer rauszubekommen. Dann holt man sich den Energieberater ins Haus und sagt, du, schau mal, was wir sparen können. Dann sagt er, wieso hast du 60 Grad im Warmwasser? Das ist viel zu viel, die Zirkulationspumpen läuft auch dauernd. Da darf man ein bisschen rumschrauben und dann sparst du dir viel, viel Geld. Dafür hast du ein höheres Hygienerisiko. Also auch das der völlig falsche Ansatz. Ausführungsmängel in der Installation. Und da muss ich sagen, das ist ein Trauerspiel. Denn wenn ich heute neue Installationen anschaue, die werden genauso gebaut wie vor 40 Jahren, weil das vor 40 Jahren seiner Meisterschule erklärt hat und es wird einfach weiter so installiert. Und das geht nicht mehr. Man muss heute die Installation komplett anders aufbauen und die Trinkwasserhygiene viel mehr Fokus reinbringen. Rohrmaterialien, ganz ein wichtiger Punkt. Wartung, auch das ist ein Thema, wo wir noch drauf kommen werden. Und natürlich viele, viele weitere. Wir sind hier im Bereich der Mikrobiologie. Da gibt es viele Ursachen für eine Verkeimung. So, Legionellen, wenn wir über Legionellen reden, reden wir über Krankheiten, die entstehen können. Legionellen werden über die Lunge aufgenommen und können dann zu einer Legionose führen. Wir haben die Studien, wo man momentan vom CAPNET rauslesen kann. Warten wir halt ein bisschen. So, also man kann davon ausgehen, dass momentan knappe 5000 Leute durch Legionose versterben. Da ist der Kühlturm natürlich auch mit zu betrachten. Aber man muss jetzt eines wissen. Diese Zahlen sind nur die gemeldeten Krankheiten, die von einem medizinischen Labor ans Robert-Koch-Institut weitergeleitet werden. Man kann davon ausgehen, dass der Faktor wahrscheinlich um 10-mal höher ist. Und das ist eine gewaltige Zahl, wenn ich heute von nicht von 5.000, sondern vielleicht von 50.000 Erkrankten und Verstorbenen spreche. Da muss man schon mal Gedanken machen, ob man das Wasser hier mit der ganzen Problematik einfach so weiter betreiben oder die Trinkwassernetze oder ob wir uns mal Gedanken machen sollten. Wenn man da mal einen Vergleich schaut, also wir haben ja 5000 Verkehrstote im Jahr, was macht der Staat dafür mit Plakatwerbung und sonstige Sachen, Radarkontrollen, dass wir dann hier die Fallzahlen runterbringen. So, Legionellen bekommen Sie frei Haus vom Versorger. Also eine oder zwei kriegen Sie irgendwann einmal rein in Ihr Haus. Ja. Die ein oder zwei Legionellen, wo Sie bekommen, die tun Ihnen erstmal nicht weh. Wenn alles in Ordnung ist, also wenn die pH-Wert, Sauerstoff und alles passt und die Temperaturen vor allen Dingen, dann kann sich eine Legionelle innerhalb von 3 Stunden verdoppeln. Ist eigentlich früh, ist eigentlich ein langsam wachsender Organismus. Aber wenn Sie jetzt am Freitag zum Skifahren gehen und am Sonntag abends heimkommen, dann haben Sie mal schnell in der Zeit von dieser einen Legionelle 65.000 angezüchtet. Dann sieht man schon, auch wenn es langsam wachsend ist, es kann sehr schnell eine extrem hohe Kontamination in einem Gebäude stattfinden. So, die optimale Brüttemperatur ist so 37 Grad ungefähr, also zufälligerweise unsere Körpertemperatur. In dem Bereich können Sie Legionellen super vermehren. Je höher die Temperatur ist, desto eher wird das Wachstumsverhalten gehemmt und ganz oben in den 70 Grad Bereich sterben sie schnell ab. So, jetzt haben wir aber ein Problem, dass wir ein kalkhaltiges Wasser haben und ab 55 Grad in einem System der Kalk beginnt auszublühen. Und jetzt versucht man natürlich ein Heizsystem so zu fahren, dass es nicht in den Kalkbereich kommt, also nicht mehr als 55 Grad. Und wenn man sich jetzt anschaut, alle 3 Stunden ist eine Verdoppelung da und alle 6 Stunden ist eine Abtötung da. Da haben wir einen zeitlichen Versatz. Und das kann dann schon mal gar nicht von der Seite funktionieren. Und wenn man bei 60 Grad ist, dann haben wir hier 30 Minuten und dann hier je höher drauf, dann geht es in den Sekundenbereich. Das bedeutet, ich brauche hohe Temperaturen, um die Legionellen in Schach zu halten.
So, wenn Sie zu Hause einen Trinkwasserspeicher haben, also nicht Pufferspeicher für Heizungswasser, sondern Trinkwasserspeicher, dann muss man sich mal fragen, ob das der richtige Ansatz ist, vor allem wenn es heute noch als neue Geräte verkauft werden. Also hier kommen die Legionellen rein, da züchten sie es an und da bringen sie es wieder um. Würde kein Mensch machen. Aber die Hersteller verkaufen es trotzdem. Wenn ich sie frage, warum sie es machen, dann haben sie immer tausend Argumente oder sie sagen, ich soll den Stand verlassen. Es ist einfach traurig. Ein Lebensmittel, keiner wird sich 1000 Liter Milch kaufen und in den Keller stellen und dann sagen, das wird schon passen, wenn ich es optimal kühle. Das geht so nicht. Wir müssen von diesen Trinkwasserspeichern weg. Generell, denn sie haben ein hohes Risiko. In der Mitte dieses Speichers haben sie einfach mal die optimalen Brüttemperaturen. Da können sie mit irgendeiner Schaltung versuchen, die ganzen Temperaturen mal umzuwälzen. Wir haben einfach das Problem, sie wachsen schneller, als wir sie wieder abtöten können. Und wenn Sie sich mal vorstellen, Sie wären in einer großen Wohnanlage und haben hier unten so einen Teil mit 1000 Liter im Keller stehen. Und in der Mitte haben Sie halt einfach diese optimalen Temperaturen zum Anwachsen. Und in der Früh wollen alle gleichzeitig duschen, dann geht das Wasser so schnell da oben rauf, dass sie es gar nicht mehr abtöten. Das heißt, das Wasser vom Speicher, was sie angekeimt haben, ist irgendwann in ihrer Leitung und irgendwann an ihrem Duschkopf. Und deswegen sollte man darauf generell verzichten, egal was der Hersteller für Argumente hat. Das einzige Argument, warum das heute noch verkauft, diese Teile, ist, die Werke sind schon längst abgeschrieben und machen einen riesen Gewinn. So, und wenn Sie meinen Speicher mal nach längerer Zeit mal aufschneiden, weil er gar nicht mehr geht, dann schaut er vielleicht so aus. Also richtig schmackig, da duschen wir drin, da nehmen wir vielleicht nur ein Glas Wasser, wenn wir Tabletten nehmen und nicht gleich Kreuzwasser wollen. Und dann ist auch klar, dass so ein Teil eigentlich in der Trinkwasserhygiene als Lebensmittelbereich nichts zu tun hat. So, Regelparameter. Gehen wir mal zu den Gefahrenquellen. Wer weiß denn in seinem Haus, was in der Heizung unten eingestellt ist? Welche Regelparameter? Ich kann Ihnen mit Sicherheit garantieren, dass es nicht mal Ihr Heizungsbauer weiß. Denn wenn Sie sagen, da passt was nicht, dann geht er halt in den Keller runter, dann schaut er mal nach, sagt er, ja, da habe ich was eingestellt und die Frau hat jetzt geholt die Fürst, dann treiben wir mal ein bisschen die Heizkurve hoch, dann passt das schon. So schaut heute das im Regelfall aus. In diesem Beispiel ist eine fernüberwachte Anlage. Man sieht jetzt hier die 60 Grad, was der Speicher haben sollte. Die tatsächliche Warmwassertemperatur lag bei 40, 45 Grad, also optimale Bereiche. Man hat es nur erkannt, dass die Ladepumpe ausgefallen ist, weil hier das ein fernüberwachtes System ist und dann eine Fehlermeldung an die Hausverwaltung gegangen ist. Ansonsten hätten diese Leute in einer keimfähigen Temperatur geduscht. Die hätten es eh nicht gemerkt, weil keiner duscht mit 60 Grad und hätten ein erhöhtes Risiko gehabt. Wenn Sie sich eine neue Heizung zulegen, dann ist das Erste, was Sie machen sollten, lieber Heizungsbauer, du hast meine Heizung eingebaut, lies alle Parameter aus, die du eingestellt hast, die gibst du mir und das schreibst du mir. Das hat auch den Hintergrund, wenn mal die Heizung nicht funktioniert, dann kann ich sagen, das hast du mir eingestellt. Weil der wird immer sagen, das habe ich nie eingestellt, sowas, ja, wenn es ein Streitfall ist. Und so haben Sie eine Dokumentation, was mal tatsächlich der Fall war. Also das sollten Sie generell mal machen. Gut, Wärmepumpen. Das Heizsystem der Zukunft, wenn man den Herstellern und auch gewissen Lobbyisten in der Regierung glauben will. Sie ist eine super Heizung und ich betone das Wort Heizung. Eine Wärmepumpe kann ein Gebäude mit einem Niedertemperatursystem sehr gut beheizen. Das Problem ist die Warmwasserseite. Ich brauche halt, wenn ich ein größeres zirkulierendes System habe, einfach diese 60 Grad. Dann muss ich natürlich 5 Grad Spreizung mehr haben. Also heißt, die Wärmepumpe müsste mir 65 Grad erzeugen. Die meisten Hersteller werben jetzt mittlerweile, dass sie auch 65 Grad können. Ja, mit einer Heißgasrückführung kann man ein paar Tricks machen, das funktioniert dann schon. Aber wenn Sie sich dann mal jeden Tag die Wanne volllaufen lassen und dann werden Sie feststellen, dass dann irgendwann doch der Elektroheizstab dieses Delta T von 40 auf 60 erzeugt. Und dann hat man natürlich ein Problem, weil die Heizkosten dann durch die Decke schießen. Es gibt ein paar Hersteller, die mittlerweile vom Kältemittel und von der Anlagentechnik es schaffen, mit wirtschaftlichen Arbeitszahlen auch 60 Grad zu erzeugen. Aber die sind eher handverlesen. Der große Teil der Wärmepumpenhersteller, schafft diese Arbeitszahlen nur dann bei normierten Bedingungen. Und bei diesen normierten Bedingungen ist die Heizung im Vordergrund zu stellen. Und da sollte man ganz kritisch hinterherfragen, ansonsten kann es sein, ich kenne Fälle, die haben zigtausende Euro Stromnachzahlung, als sie ihre Warmwassertemperatur auf die erforderliche 60 Grad angehoben haben.
Und deswegen fragen Sie einfach nach, was hast du für eine Arbeitszahl und bei welcher Temperatur ist die Arbeitszahl eigentlich ermittelt worden? Da steht da meistens irgendwie 40 Grad. Und dann muss man sagen, okay, wie schaffst du diese 60 Grad zu erzeugen? Und wenn er sagt, mit dem Elektroheizstab und Zusatzheizstab, dann lassen Sie am besten die Finger davon, außer Sie haben viel, viel Geld für den Strombezug. So, Zirkulation. Wir haben ein zirkulierendes System, historisch bedingt nicht aus hygienischen Gründen, sondern man hat in den 70er Jahren gesagt, wenn ich das Warmwasser aufdrehe, möchte ich nicht, dass ich ewig lang das Wasser laufen lassen muss, dass warmes Wasser kommt. Also es war ein reiner Komfortgedanke. Darum hat man gesagt, bis zu 3 Liter darf ein Leitungsnetz nicht zirkulieren und alles andere braucht eine Zirkulation. Das heißt, die Pumpe fördert hier permanent warmes Wasser in diesem Kreislauf, dass hier warme Temperaturen herrschen und wenn ich das Warmwasser aufdrehe, dass dann sofort warmes Wasser da ist. Hygienisch gesehen sind 3 Liter ein Fiasko, aber gut, das Normenwerk schreibt immer nur diese 3 Liter vor. Wir haben diese Pumpe hier. Sie dürfen sie 8 Stunden in der Summe am Tag unterbrechen, aber nur bei einwandfreien hygienischen Verhältnissen. Wenn Sie Ihr Netz nicht kennen, dann kann ich Ihnen nur raten, lassen Sie die Pumpe einfach durchlaufen. Und wenn es im Jahr 30 Euro mehr Energie kostet, dafür haben Sie vielleicht 30 Jahre mehr vor sich. Also da muss man sagen, Energiesparen und Trinkwasserhygiene sind nicht immer vereinbar, zumindest nicht bei alten Installationen und alten Netzen. Hier nochmal dargestellt die Prüfpflichten auf legionellen Prüfung, wenn der Speicher größer 400 Liter ist oder dieser Leitungsinhalt mehr als 3 Liter ist. Ich habe es eingangs gesagt, es gilt der Paragraph 4 der Trinkwasserverordnung, nach dem wird geurteilt. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 380-Liter-Speicher und wohnen in 2 Firmen im Haus, 2 Kriterien, wo Sie nicht prüfpflichtig wären. Machen wir eine Frage am Schluss dann. Ja. Und werden Sie nicht prüfpflichtig und diese alte Dame, die wo in Ihrem Haus wohnt, verstirbt dann, ist vielleicht noch gehbehindert, war nie außer Haus und man stellt fest, die hat Legionellen durch ihren Speicher und dann sagen Sie zum Richter, mei, die hat ein Pech gehabt, weil ich bloß einen 380-Liter-Speicher habe, habe ich halt nicht prüft. Damit werden Sie auch nicht weiterkommen. Daran sieht man, das ist eine völlig falsche Diskussion, auch von der Regierung angestrebt. Man muss ganz anders rangehen. Es ist ein verderbliches Lebensmittel. Wir sind im Infektionsschutzgesetzbereich und deswegen sollte man auf dieses nicht rumhacken. So, hydraulischer Abgleich, ähnlich wie bei der Heizung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Bei der Heizung kennt man es ja, der, wo über dem Heizkessel wohnt, in einem Mehrfamilienhaus, ja, der hat immer sofort warme Heizung und der, wo ganz hinten im Eck wohnt, der jammert immer, dass die Bude nicht warm wird. Und beim Warmwasser ist es gleich. Das heißt, von diesen Strängen in diesen Wohnungen ist es klar, dass der hintere am wenigsten bekommt. Ein Zirkulationsnetz, wie es früher aufgebaut wurde, ist so, dass die Pumpe versucht, das Wasser immer im Kreislauf in allen Strängen zu führen. Aber wieso soll das Wasser den ganzen Weg dahinter gehen? Und dann wieder den ganzen langen Weg zurück, wenn es da vorne einen kürzeren Weg geht. Also Strom, Wasser und der Mensch gehen immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, ich habe hier natürlich sehr einen hohen Wasserdurchsatz und hier hinten eigentlich fast gar keinen. Deswegen sinkt hier hinten die Temperatur. Das heißt, diese Person wird in der Hausverwaltung immer sagen, ich brauche ewig lang, bis ich mal duschen kann, weil da läuft nur lauwarmes Wasser runter. Und ihr habt natürlich, ich habe eingangs diese Folie gebracht mit den Wachstumsbedingungen, optimale Brüttemperaturen in diesem Bereich. Das heißt, er hat ein hohes Hygienerisiko diesbezüglich. So, was kann man denn dagegen tun? Ich meine, der hydraulische Abgleich, die meisten haben da Scheu davor, der weiß eigentlich ganz primitiv. Ich muss nichts anderes machen, also den ersten Strang, der wo zu viel Wasser bekommt, mit einem Ventil begrenzen, dass der nicht die volle Volumenströme bekommt. Also ich baue hier unten einfach Ventile ein, mechanische oder thermische Ventile und reguliere das Netz ein. Somit haben alle Stränge die erforderliche Temperatur, das Legionellenwachstum vermieden wird und die Person da hinten hat auch gleich warmes Wasser und nebenbei sparen sie sich auch noch etwas Energie, denn ein unabgeglichenes Zirkulationsnetz hat einen hohen Energieverlust. Und da kann es sein, ich kenne Gebäude, da war so eine Maßnahme mit dem Ventileinbau in 2 Jahren amortisiert. Das ist ein Sonderfall, aber Sie können davon ausgehen, dass Sie bei einem großen Netz, das in kürzester Zeit sich lohnt diese Investition. So, Wartungsmängel. Wenn jemand sagt, was ist denn gewartet worden? Ja, der Heizungsbauer war ja da. Ja, was hat er gemacht? Ja, ein Brenner gewartet im Regelfall oder irgendwo in der Heizung ein bisschen was nachgeschaut. Ja. Aber wir haben im Trinkwasser auch verschiedene Teile, die einer Wartung oder Inspektion unterliegen.
Also klar, so eine Kerzenfilter oder Rückspülfilter, die dementsprechend gespült werden müssen. Oder hier sieht man zum Beispiel Druckminderer, die hier vollgesetzt sind und natürlich mikrobiologisch bedenklich sind. Also wenn Sie Hauseigentümer sind und der Heizungsmonteur oder Sanitärfachmann mal im Haus ist, dann sagen sie, geh mal in den Keller runter und schau mal, was ist denn eigentlich noch zu prüfen oder zu anzuschauen. Und dann soll er ihnen mal sagen, pass mal auf, die und die Teile können eigentlich gewartet. Und dann soll er ihnen dann dementsprechend ein Angebot machen, dass sie diese Risiken minimieren. So, Stagnation. Ja, so ein Ausgussbecken im Keller ist immer gut, wenn der Heizungsbauer einmal im Jahr die Wartung macht oder dreckige Bratzen, dann kann er sich gleich die Hände waschen, ist ja immer schön, aber ansonsten ist dieser Ausguss die ganzen Jahre nicht genutzt. Gefahr ist bei nicht genutzten Installationen oder Totleitungen einfach die Stagnation, die Verkeimung und die Rückverkeimung. Das ist ein großes Problem, denn wir haben im Regelwerk in der DVGW VDI 6023 hier eine Bewertung, da steht drin, spätestens nach 7 Tagen muss das Wasser in den Leitungen ausgetauscht werden. Das ist eine tolle Vorgabe der Normenväter. Das heißt, wenn Sie jetzt ins Reisebüro gehen möchten und Urlaub buchen, bedenken Sie nie länger als 7 Tage, weil Sie müssen wieder heim und dann Wasser spülen. Wie in Bestandsbauten das zu werten ist, werden die Juristen und die Gerichte in den nächsten Jahren mit Sicherheit nur ausfechten, weil das ist eine bestehende Installation und da kann man nicht ein neues Regelwerk einfach draufstülpen. Aber bei neuen Bauten ist es schon ein Problem. Kommen wir gleich drauf. Dann gibt es so Regeln nach 4 Wochen, nach 6 Monaten und alles, was dauerhaft nicht genutzt ist, muss getrennt werden. So, gehen wir nochmal zu diesen 7 Tagen. Wenn Sie heute ein neues Gebäude in Auftrag geben und der Sanitärinstallateur Ihnen eine baumartige Sanitärinstallation einbaut, also heißt ein Strang nach oben und dann nach links und rechts ein paar Stichleitungen, dann wären Sie verpflichtet, alle 7 Tage diese Stichleitungen zu spülen. Wenn Sie das vermieten und dieser Mieter einen Mietvertrag schreiben, dann würde er sagen, so nicht. Das heißt, Sie haben eine mangelhafte Installation. Die meisten Sanitärfirmen haben über das noch gar nicht nachgedacht. Sie stehen in der Haftung, denn das Regelwerk gibt heute ganz klar vor, die Stagnation ist zu vermeiden. Und dafür gibt es auch installationstechnische Vorgaben, wenn wir nachher noch drauf kommen. Also ganz wichtig, wenn Sie neu installieren oder vielleicht komplett sanieren des Gebäudes, dann fragen Sie den Installateur, bist du überhaupt hygienisch geschult? Und wenn ja, dann schauen wir mal, wie möchtest du die Installation machen? Und wenn ich sehe, der hat da irgendwelche Stichleitungen, dann weiß ich, er ist wahrscheinlich nicht der richtige Mann für mein Bauvorhaben. So, Altinstallationen. Früher hatten wir einfach Sammelsicherungen, sogenannte Rohrbelüfter am Strangende. Schauen so aus und manchmal auch, sieht man nicht, zugefliest worden oder einfach blind gemacht worden. Das Problem ist natürlich, dass in diesem Bereich zu diesem Belüfter, der sowieso nicht mehr funktioniert, einfach das Wasser stagniert, verkeimt. Und wenn ein Biofilm wachsen will und hier oben ist zu, dann wächst er automatisch gegen die Fließrichtung und wird mir diese Zapfstelle unter Umständen verkeimen. Und deswegen sind Totleitungen, Stagnationsleitungen gerade bei Altinstallationen so gefährlich. So, das kann man heute, so schaut es nochmal aus, sieht man es nicht so, da hängt dann so ein Schlumpf unten runter, ja, also richtig schmackig. So, bei Bestandsgebäuden ist es immer ein Problem. Jetzt habe ich diese Rohrbelüfter in der obersten Wohnung. Ich habe Legionellenbefund festgestellt und ich müsste sie nach der Gefährdungsanalyse, die dann erstellt wird, eigentlich rückbauen oder spülen. Dafür gibt es heute Spülsysteme, Batteriebetrieben, die einfach draufgeschraubt werden und dann diese Spülungen automatisch übernehmen. Eigentlich ein guter Ansatz. Das Problem ist natürlich nur, der Trichter hier hat einen Ablauf in die Wanne. Und wenn das Bad saniert worden ist, das Erste, was weggekommen ist, ist der Ablauf in die Wanne. Das heißt, das Spülsystem ist ja ganz gut, aber wo soll das Wasser hinlaufen? Das muss man im Einzelfall dann noch prüfen. Sonst können Sie bei größeren Installationen in großen Gebäuden automatische Spülstationen hier irgendwo ins Netz einbauen oder in Toilettenkasten praktisch eine Steuerelektronik reinmachen, wo automatisch mal der Toilettenkasten betätigt wird. Oder hier einfach Armaturen, die mit einer Regellogik versehen sind und automatisch das Wasser laufen lassen, wenn gewisse Zeit nicht gezapft wird. Also es gibt viele Möglichkeiten heute, bestehende Gebäude diesen Wasserdurchsatz automatisch nutzerunabhängig zu gewährleisten. So, fehlende Dämmung. Also, so haben früher die Leitungen ausgeschaut, wenn man sie isoliert hat.
Ich will jetzt hier nicht von Isolierung sprechen, da hat man einfach ein bisschen was rumgewickelt, ein Filz halt, ja, dass halt die Leitung mit Putz nicht in Verbindung kommen. Das war der einzigste Grund. Isolierung ist es nicht. Und wenn Sie jetzt hier anschauen, hier sieht man Kalt- und Warmwasser nebeneinander. Wenn Sie jetzt ein älteres Gebäude haben und Sie haben Legionellen, man stellt dann fest, die Temperaturen passen nicht, dann drehen Sie die Warmwassertemperatur hoch. Das heißt, die Unterleitung hier zum Beispiel wird dann auf 55 bis 60 Grad aufgeheizt. Ja. Und dann kriegen Sie dann von der Hausverwaltung da die Rückmeldung, ich habe nur noch warmes Wasser. Ob ich kalt oder warm auftreibe, ist wurscht. Das Kaltwasser hat dann 30 Grad irgendwo, je nachdem, wie die Isolierung ist. Und dann haben Sie im Kaltwasser auch ein hygienisches Problem. Also generell Isolierung ist wichtig und beim Neubau sollte man da ein bisschen drauf schauen. Es wird auch heute, wenn man reinschaut, da noch ganz schön geschludert in dem Bereich. So. Wenn Sie auf der Baustelle solche Rohrleitungen finden, dann können Sie das Rohr gerne nehmen und dem Installateur auch drüber ziehen. Für den Fahrer des Tages mit dem Rosenheimer Kennzeichen RO-LD581 Parkhaus Westebene 0, bitte dringend zum Fahrzeug kommen. Rosenheim-LD581, bitte begeben Sie sich unverzüglich zu Ihrem Fahrzeug. Gut, also wenn Sie sowas auf der Baustelle finden, das ist nicht zulässig, schon lange nicht mehr. Logisch habe ich hier einen Haufen Dreck in den Leitungen, der mir dann beim Befüllen Probleme bereiten kann. Also es muss immer angeliefert werden mit Kappen und bei jedem Arbeitsschritt hat der Sanitärfachmann eigentlich diese Kappen zu verschließen, wenn es ein Brotzeug geht und so weiter. Das wäre seine Pflicht. Es funktioniert immer besser, muss ich sagen, wenn man auf der Baustelle unterwegs ist. Aber es ist nur eine schwerfällige Sache. Man ist seit 40 Jahren presse jetzt irgendwas zusammen und schraube was zusammen und dann muss ich einfach mal Kappen drauf machen. Da ist es halt nicht so einfach, das rüberzubringen. Was auch wichtig ist, wenn Sie ein neues Gebäude kaufen wollen, dann wird ja meistens immer irgendwann befüllt, bevor irgendwelche Wände verputzt werden oder Sachen verschlossen werden. Man möchte schauen, ob alles dicht ist, was man gepresst hat. Ja. Dann füllt einer das Wasser in dieses Leitungsnetz. Ja. Dann dauert aber die Baustelle noch mindestens ein halbes Jahr, bis dann übergeben wird. Ja. Und wenn Sie dann die Bude beziehen und das Wasser aufdrehen, und dann brauchen Sie nicht wundern, warum Sie dann vielleicht Bauchweh bekommen. Also man darf eigentlich nur 3 Tage vor der Inbetriebnahme füllen oder wenn man es früher füllt, muss gespült werden. Das heißt, wenn Sie ein neues Gebäude kaufen und in den Dokumenten verlangen Sie einfach das Spülprotokoll, wann wurde gefüllt und wo ist das Spülprotokoll seit dem Befüllungszeitpunkt bis jetzt, werden Sie feststellen, dass Ihnen der Bauträger das meistens nicht liefern kann. Und wenn dann also die Erfahrung das dann nachliefert, dann schauen die Hackerl und die Datumsangaben immer alle gleich aus. Der Kugelschreiber ist immer dasselbe. Dann weiß man auch, was man davon halten kann. Gut. Kommen wir jetzt in die Ablage in den Rohren. Ich habe eingangsseitig gesagt, wir haben einen Trinkwasserspeicher, wo Keime sich vermehren können, also gerade die Legionellen. Aber nicht nur im Trinkwasserspeicher haben wir das Problem, auch in den Leitungen. Also wenn Sie mal eine ältere, verzinkte Leitung aufschneiden, dann schaut es innen drin so aus. Oder noch schlimmer, manchmal kann man gar nicht mehr durchschauen, weil so viel Kalk drin ist. Oder Eisenoxid. Im Regelfall bei den meisten Installationen haben wir so eine Ablage mit 1 bis 2 mm Ablagestärke. Wenn wir jetzt wissen, dass eine Legionelle und auch die anderen Keime, die im Trinkwasser vorkommen können, so ungefähr 1 Mikrometer haben, dann kann man sich vorstellen, ich wäre jetzt die böse Legionelle mit meinem 1,80 Meter Körpergröße und dann setze ich im Verhältnis die Ablagerung in die Rohrleitung sind so groß wie die Alpen. So, und jetzt wird auch richtig klar, dass wenn ich eine Kontamination in einem Leitungsnetz habe, dass ich mit ein bisschen Spülen oder ein bisschen Hochhorzen nicht viel erreiche. Denn wenn ich jetzt hier das als Ablagerung in der Leitung sehe und ich möchte jetzt spülen oder heizen, dann wäre ich hier oben, da wo der Schnee liegt, den Schnee vielleicht wegbekommen. Da ist dann alles platt. Zugspitzhaus ist weg und so weiter. Alles haben sie da oben weggeschmirgelt. Aber da unten in diesem Bereich haben sie fast nichts erreicht. Das heißt, nur ein bisschen spülen und heizen und dann beproben und dann wird das schon werden. Dann kann es sein, dass Sie unter Umständen bei der Beprobung mehrfach durchfallen. Und das muss man verstehen. Wenn ich diese Ablagerung drin habe, habe ich immer ein hygienisches Risiko. Und das müsste man eigentlich entfernen. Mit Druckimpulsspülung zum Beispiel, also Luft-Wasser-Gemische, gibt es verschiedene Verfahren dazu. Man muss aber auch wissen, wenn ich jetzt hier diese Kalkschutzschicht, nenne ich es jetzt einfach mal, hier entferne, dann wird das System korrosiver.
Das kann Ihnen auch passieren. Und Sie sehen schon, wenn Sie ein älteres Leitungsnetz haben, ob Sie das gern hören oder nicht, irgendwann müssen Sie sich Gedanken machen, was man mit dem Leitungsnetz macht. Die nächsten 40 Jahre über die Zeit retten, werden Sie so ein System nicht können. Denn spätestens nach dem dritten oder vierten Wasserschaden wird der Versicherer sagen, ich zahle nicht mehr. Also ob Sie es wollen oder nicht, Sie werden irgendwann sich mit dem befassen müssen. Und deswegen ist es gut, wenn man sich jetzt schon Gedanken macht, wie man mit dem System in den nächsten Jahren umgeht. Es gibt Lösungsansätze dafür, sind aber nicht so einfach. So. Wo ist Besucher Korean? Direkt im Haupteingang West. Besuchen Sie den Impulsvortrag von Technisat. Smart Home verändert Ihr Leben. Heute um 16 Uhr im Treffpunkt Handwerk, direkt im Haupteingang West. Gut, jetzt wissen wir das auch. So, es gibt eine DIN-EN-Europanorm 1717, wo man da Nicht-Trinkwassernetze von Trinkwassernetzen trennen muss. Dazu gibt es gewisse Flüssigkeitskategorien, das bedeutet Heizungsbefüllung oder irgendwelche anderen Systeme, die an ein Trinkwassernetz angeschlossen sind, müssen gegen Rückfließen gesichert sein. Das betrifft jetzt eigentlich hauptsächlich diesen typischen Füllschlauch irgendwo vom Trinkwassernetz in das Heizungsnetz. Der darf eigentlich so gar nicht sein. Sie brauchen dazu einen Systemtrenner oder eine Absicherung, die gegen Rückflüssen sichert. So, wenn Sie in den Heizungskeller reinschauen, werden Sie immer noch den Füllschlauch finden. Und wenn Ihnen ein Hausmeister sagt, wieso ist der fest verbunden? Ja, weil ich jede Woche Wasser nachfülle. Also nur mal zur Information. Ein Heizungsnetz ist ein geschlossenes System. Das füllen Sie einmal und dann sollte das Wasser auch da drin bleiben. Wenn Sie jede Woche 500 Liter Wasser nachspeisen, dann müssen Sie sich einmal Gedanken machen im geschlossenen System, wo das Wasser wieder rausläuft. Wird oft nicht so bedacht. Gut, schwieriger wird das Ganze, wenn man natürlich jetzt Solaranlagen hat, weil je nach Flüssigkeitskategorie ist es notwendig, dass unter Umständen so ein Plattentauscher doppelwandig ausgeführt wird. Auch das wird selten betrachtet. Also Sie können nicht einfach hergehen und haben jetzt ein Heizsystem und bauen jetzt einfach eine Solaranlage dazu und kaufen Sie irgendwo dann das Frostschutzmittel ein, ohne dass Sie nachfragen, ob dieses Frostschutzmittel vielleicht Fluidkategorie 4 ist und Sie diese Anlage so nicht mehr betreiben dürften. Auch das wissen wenige Installateure. So. Perlatoren. So schauen sie im Regelfall aus. Strahlbrecher oder Strahlregler. So, die Strahlregler haben hier einen Sieb, der hält den ganzen Dreck zurück. Der Sieb hat eine feine Maschenweite, da ist immer schön feucht. Unten ist es luftberührt und da hängt ein bisschen Kalk rum. Und der Raum, in dem es installiert ist, hat auch seine 22, 24 Grad. Dann braucht es sich nicht wundern, wenn diese Teile massiv verkeimen. Also am besten ist immer ein Strahlbrecher. Das ist so ein Teil, wo man einfach durchschauen kann. Hat zwar keinen feinen Wasserstrahl, aber sie haben den Vorteil, die Zapfstelle, also dieser Perlator, wird hygienisch nicht so schwierig oder bedenklich werden wie diese Teile hier und sie haben einen guten Wasserdurchsatz an der Zapfstelle. Also das sollte das Ziel sein, auch wenn der Wasserstrahl etwas härter ist. So, zukünftige Trinkwassersysteme. Ich habe gesagt, wir brauchen keinen Trinkwasserspeicher im Keller, aber irgendwie muss ich das Wasser ja warm bringen. Das macht man heute mit Frischwasserstationen. Das ist wie ein Durchlauferhitzer, der nicht mit elektrischer Energie funktioniert, sondern hier ein Plattentauscher, wo einmal Trinkwasser und Heizungswasser immer im Gegensatz aneinander vorbeifließt und dann diese Warmwassererzeugung in Sekundenbruchteilen bewerkstelligt. Also Kaltwasser 10 Grad und innerhalb von 1-2 Sekunden ist das Wasser durch und hat 60 Grad. Wenn man die Bauform anschaut, 40, 45 mal 11 Zentimeter, sehr, sehr klein, unwahrscheinlich hohe Leistungen, ein tolles Teil und Sie haben kein hygienisches Risiko, weil in der, die 2 Sekunden, wo das Wasser erwärmt wird, keine Legionelle sich vermehrt. Und dann haben Sie das Wasser in einem Temperaturbereich, wo für die Legionellen ungünstig ist. Also haben Sie in der Erzeugungsseite schon sehr, sehr viel gemacht. Gibt es mit oder ohne Zirkulationspumpe, auch ohne elektrischen Anschluss, also rein mechanisch. Also gibt es unwahrscheinlich viele Variationen. So, wenn Sie eine größere Liegenschaft haben, da ist ja oft so, ja, da habe ich jetzt, was ist hier, eine Wohnanlage mit 100 Wohneinheiten, ja,
dann kann man das auch kaskadieren. Das heißt, ich habe jetzt dann nicht eine, sondern vielleicht jetzt hier vier Frischwasserstationen, wo immer im Wechsel arbeiten. Das heißt, das ist der Master, wenn mehrere duschen, dann schaut der dazu und dann schaut der dazu. Und wenn alle duschen, dann macht der das noch. Und irgendwann in der Woche wechselt dann der, ist der Master, dann wird die dazu geschalten, dass jeder mal praktisch Wasser bekommt. Tolle Sache, denn wenn so ein Teil wirklich mal defekt ist oder vielleicht mal entkalkt werden muss, ja, dann sperre ich halt den ab und drei sind immer noch im Betrieb. Das heißt, ich kann im laufenden Betrieb diese Maßnahmen durchführen, ohne dass ich hier das ganze Haus sperren muss. Aber es sollte dann, wenn dann schon auf Tichel mal angeschlossen sein, aber nur das mal der Form halber. Gut. Zukünftige Systeme. Ich habe gesagt, wir haben das Problem, dass wir alle 7 Tage das Wasser tauschen müssen. Und deswegen geht eigentlich eine baumartige Struktur gar nicht mehr. Ich muss überlegen, diese Zapfstelle muss das Wasser durchschleifen. Oder über ein anderes System permanent den Wasserdurchsatz zuführen. Und alles, was ich vorbeugend habe, ich sage, die Kinder ziehen irgendwann mal ins Dachgeschoss raus. Ja. Wann ziehen die Kinder überhaupt zu den Eltern heim? Ja, jetzt in München vielleicht schon wieder eher mit den Mietpreisen, kann es vielleicht wieder der Fall sein. Aber ansonsten, alle vorbeugenden Ausbauten, die ich kenne, sind im Regelfall nie angeschlossen worden. Wenn Sie sowas vorhaben, müssen Sie es durchschleifen. Dass Sie erst rauffahren und dann wieder runterfahren. Dann können Sie jederzeit sowas machen. So, wie macht man das heute? Also Sie haben jetzt hier, das Grüne ist jetzt der Kaltwasserbereich. Sie gehen jetzt hier rauf, da ist der Wasserzähler. Dann fahren Sie erst einmal zur Küche, dann fahren Sie das Waschbecken im Bad, dann fahren Sie zur Dusche und dann fahren Sie zum größten Verbraucher, in dem Fall das WC. Und somit ist praktisch immer in der Fließfolge das Wasser im Durchsatz, sofern Sie zu Hause sind. Weil irgendwann gehen Sie aufs Klo und das heißt, ich habe dann das Wasser mindestens einmal am Tag durchgesetzt. Wenn Sie jetzt aber 3 Wochen einen Urlaub machen, haben Sie dasselbe Problem wieder. Dann sieht man, mit dem kann man viel erreichen, aber ist auch nicht der richtige Ansatz oder der dauerhafte Ansatz. Dann gibt es so Venturi-Systeme, in dem dass man einfach das Wasser zwingt, hier durch eine Verengungsstelle an der Hauptleitung diesen Weg zu gehen. Das heißt, ich gehe jetzt hier rauf, dann zwinge ich das Wasser hier über alle Zapfstellen zu gehen und hier wieder zurück nach oben. Ich habe eine Leitung Kaltwasser hin, eine Leitung Kaltwasser zurück, eine Leitung Warmwasser hin, eine Leitung Warmwasser zurück. Also sieht man schon, gegenüber früher doppelte Leitungszahl. Natürlich auch teurer. Muss man auch so sehen. Ich habe dann mehr Installationsaufwand. Und auch hier gilt, wenn keiner daheim ist, dann steht das Wasser auch. Da müsste ich mir überlegen, dass ich hier oben eine Spülstation einbaue, die mir dann automatisch spült, um diese Hygiene sicherzustellen. So, wenn man sich jetzt mal so Klassiker betrachtet, Gäste-WC. Jetzt habe ich ein wunderschönes Gäste-WC, kriege 4-mal im Jahr Besuch. Die gehen vielleicht auch aufs Gäste-WC drauf. Wie viele Leute von denen waschen die Hände? 2 vielleicht. Muss das unbedingt warmes Wasser sein? Kaltes Wasser würde es auch tun. Ich tue 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag an dieser Zapfstelle, wo fast nie einer Wasser benutzt, 55 gradiges, also 60 bis 55 Grad warmes Wasser permanent vorbeiführen. Für das, dass wenn der Besuch mal kommt, der Maxl, dass er mal einmal sich mit warmer Wasser die Hände waschen kann. Da stellt man sich die Frage, ob es nicht nur Kaltwasser tun würde oder ob man dann das Ganze dezentralisiert, zum Beispiel mit einem elektrischen Durchlauferhitzer. So schauen diese Teile aus. So ein Kleinteil, 3,5 Kilowattstunden kW Anschlussleistung, das heißt normale Steckdosenkreis. Hat zwar nicht die hohe Temperatur und die Leistung, aber für Waschbecken reicht es allemal aus. Und wenn man sich jetzt mal einfach betrachtet, diese 3,5 kW, wenn ich da 17 Minuten zapfe, habe ich 1 Kilowattstunde elektrische Energie verbraucht. Also ganz, ganz wenig. Und im Endeffekt sind diese Zapfstellen ja eh nie genutzt. Ja. Also ist es wesentlich effizienter, als wie wenn ich ein zirkulierendes Warmwassernetz permanent an einer Stelle vorbeilaufen lasse, die ich eigentlich nie nutze. Dieselbe Frage kann man sich ja auch in der Küche stellen. Wer tut heute noch mit der Hand abwaschen? Also die ältere Generation schon. Ich habe es meiner Kinder auch gemacht, machen müssen ja und auch gehasst. Ja. Heute habe ich einen Geschirrspüler, alles was da ist, kommt da rein. Also abwaschen in der Küche brauche ich auch nicht immer so viel warmes Wasser. Da könnte man sich überlegen, ob man so einen kleinen Speicher reinmacht und dementsprechend hier das Warmwassernetz einfach minimiert. Also dezentralisiert. So.
Dann könnte ich mir überlegen, ich habe im Regelfall ein Bad, eine Küche und vielleicht ein Gäste-WC. Das Gäste-WC machen wir jetzt eh schon elektrisch. Ja? In der Küche habe ich mich auch dazu durchgerungen, das auch elektrisch zu machen. Dann habe ich eigentlich nur noch mein Bad, das warmes Wasser benötigt. So, jetzt habe ich im Keller unten meine Frischwasserstation, die mir das warme Wasser erzeugt. Und dann schicke ich das rauf in den vierten Stock und dann wieder runter. Und deswegen brauche ich diese 60 Grad, weil ich ein Netz habe, das dieses System benötigt. Jetzt, wenn ich aber weitergehe und sage, wieso muss das im Keller unten sein, nehmen wir mal ein Einfamilienhaus, wieso du im Keller das warme Wasser erzeugen und du hast dann ins Schlafzimmer und ins Bad den ersten Stock raufschirmen. Ich könnte ja auch das warme Wasser im ersten Stock erzeugen mit dieser Plattenstation. Das heißt, ich habe hier oben eine Warmwasserstation und da brauche ich ja nicht mehr die 60 Grad. Da schleppst du ihn halt ab. So, gut. Also das heißt, ich könnte jetzt meinen Wärmeerzeuger, die Frischwasserstation, in die Nähe des Bades bringen. Dann habe ich ganz geringe Leitungsinhalte, also unter 3 Liter. Nach dem Regelwerk könnte ich dann niedrige Temperaturen fahren. Und dementsprechend habe ich natürlich auch Synergien, gerade mit der Wärmepumpe, die ja niedrige Vorlauftemperaturen benötigt. So, wie schaut sowas aus? Das ist eine fertige Übergabestation für mich, ein Fußbodenverteiler. Wenn Sie Fußbodenheizung haben, haben Sie einen Verteilerbalken, der ist etwas größer und in diesem Gerät ist praktisch die Frischwasserstation mit integriert. Alles einfach lösbar. Sie haben den Vorteil, Sie brauchen keine Warmwasser- und Zirkulationsleitung. Sie haben nur noch einen Wärmemengenzähler in der Wohnung. Egal, ob der Nutzer viel heizt oder viel duscht, es wird die Wärmeenergie, wo in die Wohnung reingeht, gemessen und alles andere ist dann Wohnungssache. Sie haben nur eine Zählung in Wärmemenge und eine Kaltwasserzählung. Also eigentlich ein ganz gutes System für einen Vermieter, optimale Sache, weil er die Situation mit der Trinkwasserhygiene an den Nutzer abgibt. Wäre alles schön möglich, aber wenn Sie heute mal schauen, wie neu gebaut wird, das ist immer noch die Ausnahme, leider. Es wäre so einfach, aber die Installateure tun sich da noch schwer und auch manche Auftraggeber haben dann mit diesem System noch ein bisschen ein Problem. Es ist die Zukunft. Ich bin mir ganz sicher, in 10 Jahren werden wir nichts anderes sehen als wie das. Und wenn ich jetzt baue, dann sollte ich auch ein zukünftiges System haben. So, wie kann sowas ausschauen? Man hat im Keller auch einen Speicher, aber einen Pufferspeicher, der nur Heizungsenergie speichert. Ein billiger Speicher eigentlich im Vergleich zum Trinkwasser. Dann schicke ich das warme Wasser rauf und dann wird in der Wohnung entweder hier der Heizkreis versorgt oder hier die Frischwasserstation. Und dann kann ich mir überlegen, okay, das ist hier das Bad, das ist nur die Küche, da ist dann der WC-Bereich, den ich separat mache. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Man kann auch im Bestandsbau hier bei einer Sanierung unwahrscheinlich viel erreichen. Man muss es nur verstehen, das System hat unwahrscheinlich viele Vorteile. So, und hier mal ein Beispiel, wenn man heute Energie sparen will, sind die Ideen sehr, sehr gut. Jedes Energie, wo ich ins Gebäude reinstecke, möchte ich zurückgewinnen. Und hier mal so ein Beispiel, hat einer die Idee gehabt, dass er in der Duschtasse hier das warme Wasser nacherwärmt. Ja, ist mal nicht mal schlecht. Sie werden manchmal, wenn Sie im Baumarkt jetzt, wenn die Sonne rauskommt und die Sommerartikel im Baumarkt sind, werden Sie auch Solarduschen finden. Mit so einem, unten so einer Pyramide, mit so einem Wellschlauch und da können Sie dann duschen. Schön warm, mit wahrscheinlich Millionen von Legionellen dabei. Denn in diesem Temperaturbereich haben Sie einfach ein Hygienerisiko. Also Energiesparen ist ein guter Ansatz im Bereich der Trinkwasserseite. Wenn man halt ein Passivhaus hat, muss man wissen, 80% der Energie in einem Passivhaus ist eigentlich Warmwassererzeugung. Und wo fließt die hin? Ja, in den Kanal. Deswegen haben unsere Kanalraten alle keinen Räumer, weil es schon schön warm ist. Und die Entsorger vom Kanal haben den Vorteil, sie bauen da eine Wärmepumpe rein und die Energie, wo sie ihn sonst reinleiten ins Kanalsystem, dann wieder zurückgewinnen und verkaufen sie ihn dann wieder schön teuer. Also natürlich gibt es Ideen, das Abwasser zu nutzen, aber auch hier muss die Hygiene immer im Vordergrund sein. So, zum Schluss noch
Ich habe gesagt, Legionellen werden über die Lunge aufgenommen. Das heißt, die Aerosole ist das, was mir die Gefahr machen kann. Und hier haben wir mal zwei Duschköpfe im Vergleich. Also hier mit einem dünnen, harten Strahl. Alles, was in diesem Farbspektrum ist, ist Aerosolnebel. Und wenn ich hier einen weicheren Strahl einstelle, habe ich nur noch weniger Aerosolnebel. Und wenn ich hier so einen Raindance-Teller oder wie es auch immer jeder Hersteller nennen will, dann geht das Wasser fast drucklos aus diesem Duschkopf raus. Das heißt, ich habe fast keine Aerosolbildung. Das merkt man am ersten, wenn der Spiegel dann nicht so schnell schlägt. Das heißt, weniger Aerosole zum Einschnaufen, weniger Risiko. Ein ganz einfacher Ansatz, wie man sich selber schützen kann und ist übrigens ein wunderbares Duschgefühl. Also das sollte der Weg sein zum einfachen Schutz. Das zweite ist, wenn Sie so einen Duschschlauch haben, der ist innen gummiert, für die Mikroorganismen ein optimaler Untergrund. Wenn Sie den jetzt einhängen, dann steht das Wasser drin, da ist Luft berührt, Bad hat 24 Grad. Also optimale Bedingungen für Keime. Bedeutet nichts anderes, wenn ich duschen will, und das gilt übrigens für alle Entnahmestellen, wenn ich das Wasser irgendwie nutzen will als Lebensmittel, ob es orale Aufnahme ist oder zum Salatwaschen oder zum Duschen, lassen Sie es erst ablaufen. Alles, was jetzt in den Schläuchen steht, ist eigentlich fast immer mikrobiologisch grenzwertig oder auch ganz massiv verkeimt. Und das braucht man nicht gleich als erste Ladung haben. Und wenn Sie im Kaltwasser, habe ich gesagt, 1000 Liter ablaufen lassen, wenn Sie zum Beispiel Kaltwasser trinken, ich trinke zu Hause nur Leitungswasser, unschlagbar günstig, 1000 Liter, 3 Euro. Gehen Sie mal in den Getränkemarkt, kaufen Sie 1000 Liter Mineralwasser. Schauen Sie mal, was das kostet. Also dann lasse ich lieber den ersten oder den zweiten Liter ablaufen. Der ist eh recht warm und schmeckt nicht gut. Und den dritten Liter, den trinke ich dann. Und es schmeckt wirklich auch fantastisch. Gut, dann vielleicht nochmal so Gedankengang. Heute reden wir ja über energetische Sanierungen. Und wenn man eine Außendämmung anbringt, haben Sie eine einmalige Chance, alles, was in einem Haus an Installation defekt oder vergessen worden ist, nachzurüsten. Also das ist mein Haus vor der Dämmung. Ich habe halt hier ein paar Heizungsleitungen haben, die haben wir geknackt und ein Teil wollte ich nachrüsten. Ich habe hier einfach von innen nach außen rausbohrt, habe die Leitungen außen verlegt in den Keller runter, dann habe ich es zurputzt, Dämmung drauf, keinen Dreck in der Wohnung und alles, was ich brauche, ist drin. Das können Sie mit Telefonanschlüssen, LAN-Netzen, Antennennetzen, Strom, Wasser, Heizung, was Ihnen fällt, das können Sie alles bei einer Außendämmmaßnahme ohne großen Eingriff in die Wohnung durchführen. Sollte man einfach mal so bedenken. Gut, und dann wäre ich auch schon fertig mit dem Vortrag. Dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schaaf. Haben Sie denn noch Fragen an den Herrn Schaaf? Wie oft muss das Trinkwasser überprüft werden? Also ich sage jetzt mal, was das Regelwerk macht. Ja? Also wenn Sie in der Bereich der Öffentlichkeit sind, müssen Sie im Warmwasser bei der Prüfpflicht sowieso die Jährlichkeit einhalten. Im Bereich gewerblich, also wenn man vermietet, ist man ja gewerblich, sind es die 3 Jahre. So, das ist mal, was der Gesetzgeber Minimum vorschreibt. Ich habe eingangs gesagt, eine Legionelle verdoppelt sich alle 3 Stunden. Und wir haben dann jetzt eine Regel, die sagt, alle 3 Jahre prüfe ich. Dann muss man sich fragen, wenn es zu meinem Gesundheitsschutz dient, ob das der richtige Prüfrhythmus sein könnte. Aber es ist halt einmal nur Regelwerk. Wenn Sie selber drin wohnen, machen Sie Folgendes, dass Sie in gewissen Zeiten abfolgen, meistens 3 Mal hintereinander in gewissen Zeitfolgen, eine Prüfung machen. Wenn alle 3 in Ordnung sind, dann kann ich zumindest sagen, es wäre in Ordnung. Nämlich früher war es nämlich so, dass man prinzipiell jährlich prüfen musste. Und nur wenn 3 Mal in Folge nichts war, dann konnte man auf 3 Jahre ausdehnen. Dann hat die Wohnungswirtschaft gesagt, das kostet 70 Millionen, liebe Bundesregierung, das ist viel zu viel und dann machen wir was anderes. Jetzt ist bei der ersten Prüfung grün, dann sagt man, das Netz ist in Ordnung. Jetzt andersrum, das Rot ist bei der ersten Prüfung, was dann? Also wenn die Legionellen da sind, wie geht es dann weiter? Also die Frage ist, wenn jetzt eine Überschreitung ist, eine Grenzwertüberschreitung im Bereich der Legionellen, sind Sie meldepflichtig. Also generell, wenn Sie eine Trinkwasseruntersuchung machen, ob Sie Kaltwasser, Warmwasser, Trinkwasser, Chemie machen lassen. Sie bekommen einen Prüfbericht von dem akkreditierten Labor. Das Labor selber darf nicht melden, außer es ist freigestellt dafür. Dann müssen Sie am Gesundheitsamt melden, was Sie haben. Genau. Und dann gibt es in München zum Beispiel eine super Checkliste, dann haben Sie die abzuarbeiten. Sie müssen bei über 10.000 Duschverbot aussprechen, Sie müssen Gefährdungsanalyse erstellen lassen, Sie müssen Sanierungsmaßnahmen nachweisen, Sie müssen Nachuntersuchungen nachweisen. Das läuft alles einen behördlichen Gang. Wir sprechen jetzt nur über Legionellen. Was sind andere Bakterien noch gefährlich im Trinkwasser?
Also die Mikrobiologie ist sehr groß. Ja, man könnte jetzt natürlich jetzt alles aufzählen. Wir haben jetzt die Legionellen im Warmwasser, die über die Lunge aufgenommen werden. Alle anderen sind eigentlich eher im Kaltwasser zu sehen oder alles, was oral aufgenommen wird. Da haben wir E. coli coliforme, Pseudomonas ist was fürs Krankenhaus. Die sind im Krankheitsverlauf eher weniger schlimm. Ich sage mal, wenn ich jetzt eine Verkeimung mit Kaltwasser habe, ja, dann habe ich ein Bauchweh und mein bester Freund ist die Toilette längere Zeit, aber für einen gesunden Menschen eher nicht so problematisch. Wenn ich jetzt aber im Altenheim sowas habe, ja, und die Leute eh schon geschwächt sind oder im Krankenhaus, ja, dann würde also Durchfallerkrankung auch schwierig sein. Aber die Parameter sind in der Trinkwasserverordnung festgelegt, Paragraph 5 bis 7, stehen ja ganz klar die Parameter drin. Und generell sollte man weggehen und sagen, ich prüfe nur die Legionellen im Gebäude, sondern ich muss das gesamte Wasser prüfen und schauen, wenn ich Vermieter bin, ist das Wasser in Ordnung, kann ich mit gutem Gewissen vermieten oder habe ich ein rechtliches Risiko? Noch Fragen an den Herrn Schaff? Der Herr Schaff steht im Bauzentrum gerne noch zur Verfügung.